Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Katrin von Gabelschere Blog und in meinem letzten Video hat sich alles um die Brotdosen und Trinkflaschen gedreht, die meine Tochter vermutlich zur Einschulung bekommt oder die ich euch empfehlen kann. Ich war meiner Community aber noch einige Antworten schuldig geblieben, denn ich hatte versprochen, dass ich auf die Fragen aus Instagram eingehe und die beantworte. Da geht es vor allen Dingen um den Schreibtisch für Marie, um die Einschulungsfeier und noch die eine oder andere Frage zusätzlich. Vorneweg kann ich euch noch berichten, dass wir mittlerweile die Schuluntersuchung nachgeholt haben. Beim Gesundheitsamt wurde Marie dann untersucht. Zum einen von einer Dame, die eben bestimmte Tests gemacht hat. Zum einen natürlich den Sehtest, aber auch logisches Denken und Zahlen erfassen, Mengen erfassen. Das lief sehr gut ab, da kann ich gar nicht klagen. Und zwar auch gleichzeitig interessant zu sehen, welche Bereiche bei den Kindern so abgetestet wurden. Und ich muss wirklich euch gleich noch sagen, was uns, glaube ich, da ganz gut drauf vorbereitet hat, ohne es zu wissen. Anschließend sind wir dann zu einer Kinderärztin im Gesundheitsamt gegangen. Die hat dann auch nochmal diverse Tests mit Marie gemacht. Natürlich ging es da, glaube ich, auch so ein bisschen um die Haltung vom Stift. Das lief alles sehr subtil ab. Also Marie hat nicht wirklich gemerkt, wo sie gerade drin getestet wurde. Dann ging es auch so ein bisschen um Grammatik, Singular und Plural, die Wörter sagen können. Aber auch wieder um Zahlen erfassen, um logisches Denken und ja, dann natürlich die Motorik, ob sie vorwärts, rückwärts balancieren kann, auf den Hacken laufen, auf den Fußballen laufen. All diese Dinge, die man ja auch so ein bisschen vom Kinderarzt schon kennt. Das wurde alles abgetestet und ich muss so im Nachhinein wirklich sagen, dass diese Vorschulhefte, die ich euch mal vorgestellt hatte, ich verlinke sie euch auch gerne nochmal in der Infobox, die haben uns da wirklich ganz gut drauf vorbereitet, weil das sind alles solche Aufgaben gewesen, die kannte Marie eben aus diesen Heften. Dieses logische Denken, was fehlt in der Reihe oder was passt nicht in die Reihe, was fehlt bei diesem Bild oder Fehlersuche. All diese kleinen Rätselaufgaben aus diesen Heftchen, aus diesen Vorschulheftchen, haben uns da wirklich, glaube ich, ganz gut drauf vorbereitet und die machen Marie auch unglaublich viel Spaß. Das war also auf jeden Fall ein positives Erlebnis. Mittlerweile haben wir auch von unserer Grundschule nochmal ein bisschen mehr Informationen zum Thema Einschulung bekommen. Und da wird es eben so sein, dass die Eltern das Kind begleiten können auf den Schulhof. Und ich werde es ohnehin so machen, dass Karl an dem Tag bis mittags in den Kindergarten geht, sodass es für ihn nicht so eine schwierige Situation ist, was jetzt Thema Eifersucht angeht und gleichzeitig, dass Marie einfach im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht und uns auch da als Eltern genießen kann, sage ich mal. Und im Anschluss werden wir vermutlich hier zu Hause ein bisschen uns entweder mit Grillen oder ihrem Lieblingsessen versorgen und die Omas kommen und dann ist es auch gut. Ich glaube, das ist vollkommen ausreichend. Ich habe jetzt davon abgesehen, dass wir in eine Pizzeria essen gehen oder ähnliches. Ich weiß, dass das wieder machbar ist, jetzt auch mit den Corona-Lockerungen. Trotzdem fühle ich mich nicht ganz so wohl bei dem Gedanken, ins Restaurant essen zu gehen. Noch dazu ist es für die Kinder jetzt nicht das Highlight, in ein Restaurant zu gehen. Also für unsere Kinder nicht jedenfalls. Mag bei jedem anders sein wieder. Deshalb, wir werden das dann zu Hause so ein bisschen feiern. Genau. Jetzt gleich im Video seht ihr hier den Ausschnitt, den ich euch noch schuldig geblieben bin. Da geht es um den Schreibtisch auch, Thema Schreibtisch und Hausaufgaben am Nachmittag und so weiter. Ich würde sagen, schaut einfach mal rein, was ich euch da so erzählt habe. Und zwar, müssen die Kinder Getränke mitbringen? Ja, ich denke ja. Gibt es bei euch Vorgaben zum Frühstück, zum Beispiel zuckerfrei? Nee, ist mir jetzt noch nicht bekannt, aber das, wie gesagt, werde ich dann vielleicht in so einem Follow-up-Video nochmal. Welche Stifte kommen ins Mäppchen? Erstmal die, die im Mäppchen schon mit drin waren. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so der Experte. Ich weiß, dass diese Dreikantstifte sehr gut sind. Da habe ich auch zwei sehr schöne Bleistifte schon bestellt, die ich wirklich ganz toll finde. Und ich glaube, meine Schwägerin wird uns auch nochmal ein paar Buntstifte schenken, denn man verbraucht die einfach sehr, sehr schnell, erfahrungsgemäß. Dann die Frage, gibt es bei euch zusätzlich zur Schultüte noch größere Geschenke? Nein, Marie hatte ja gerade erst Geburtstag, also sie hatte jetzt im Juni Geburtstag, hat da Geburtstagsgeschenke bekommen und ich glaube nicht, außer einer tollen Torte und ein bisschen Dekoration bekommt sie nicht noch zusätzlich Geschenke.
Dann so eine Frage, die sich zusammenfasst bei vielen: Wo werdet ihr Hausaufgaben machen? Mich interessiert das Thema Schreibtisch und Schreibtischorganisation. Wann habt ihr Schreibtisch und Schulranzen gekauft? Tagesablauf etc. Also ich kann euch natürlich den Tagesablauf jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, denn das müssen wir ja erstmal für uns rausfinden, wie es dann laufen wird. Es ist aber so, dass sie angemeldet ist zur OGS, also zur Betreuung am Nachmittag, und anders könnte ich auch gar nicht berufstätig sein, wie wahrscheinlich die meisten anderen Eltern auch, denn ich muss ja pendeln zum Job etc. und muss da schon ein bisschen flexibel sein. Darum wird sie bekommt Hausaufgaben Dienstag bis Donnerstag und die wird sie dann im Kindergarten erledigen. Ich gucke dann abends nochmal drüber, ob alles soweit okay ist, ob noch was gefehlt hat, was die Erzieher da vielleicht für Notizen dran gemacht haben. Aber Hausaufgaben wird sie zu Hause erstmal nicht machen. Deshalb haben wir auch noch keinen Schreibtisch gekauft. Sie bekommt einen irgendwann im Laufe des Jahres, aber jetzt nicht zur Einschulung den perfekten Schreibtisch. Also da habe ich gar keine Eile, denn wenn sie Hausaufgaben machen würde zu Hause, würde sie das wahrscheinlich bei uns hier am Esstisch machen, wo ich auch drüber gucken kann, wo der Karl auch daneben durch die Gegend flitzen kann. Also sie braucht jetzt gerade noch keinen eigenen Schreibtisch, und ich habe da auch keine Empfehlungen. Ich würde mir einen kaufen, der mitwächst und der in die Nische ihres Zimmers reinpasst, die am hellsten ist und schönes Tageslicht hat. Und ansonsten habe ich da nicht so die großen Ansprüche. Ja, ich hoffe, ihr freut euch auch schon alle auf die Einschulung eures Kindes, eures i-Dötzchens. Es ist ja auf jeden Fall eine aufregende Zeit. Wir haben noch so einen kleinen Countdown von unserer Grundschule bekommen, wo Marie jeden Tag einen kleinen Fußstapfen ausmalen kann auf dem Weg. Wie viele Tage sind es denn noch bis zur Einschulung? Das finde ich ganz süß. Auch noch so ein paar andere begleitende Dinge auf Papier haben uns erreicht von der Schule aus. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel drüber reden, weil es ist ja doch auch letztendlich Maries Erlebnis. Auf jeden Fall, muss ich sagen, hat die Grundschule sich ein bisschen was einfallen lassen. Und für Marie, glaube ich, ist das schon vollkommen ausreichend. Also sie freut sich auf jeden Fall auf die Einschulung und alles, was dann danach kommt, werden wir schauen. Ich werde euch hier auf dem Kanal immer auf dem Laufenden halten, auch zum zweiten Halbjahr hin mal vielleicht so ein erstes Resümee ziehen, weil ich weiß, dass mir viele zuschauen, die im nächsten Jahr die Einschulung feiern. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.